Da ist ein Fenster. Steig durchs Fenster. Hat, muss kleiner gewesen sein. Hm. Ah, Entschuldigung. Ich habe auch mit dem Toxikologen des Krankenhauses telefoniert. Er ist derselben Meinung wie ich. Wenn die Frau eines der anderen 5 Fläschchen ausgetrunken hätte, wäre sie tot. Wie erklären Sie sich die unterschiedliche Dosis? Vielleicht ist dem Giftmischer der Stoff ausgegangen. Oder es war doch versuchter Selbstmord. Ich bin vielleicht nicht einer der glücklichsten dieser Erde. Aber ich habe keinen Grund, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Wie kamen diese Likörfläschchen in Ihr Haus? Mit der Post. Eine der üblichen Warenproben. Mit einem hektografierten Schreiben dabei, das die verschiedenen Likörarten anpries. Und einer Preisliste. Eine Flasche gratis bei einer Abnahme von mindestens 10. Haben Sie noch die Verpackung oder das Begleitschreiben? Ich habe es weggeworfen. Wann ist die Sendung gekommen? Es ist mindestens eine, höchstens 2 Wochen her. Irgendwo dazwischen. Genauer kann ich mich nicht erinnern. An den Namen der Firma können Sie sich auch nicht mehr erinnern? Da müssen wir es mal andersrum versuchen. Wer könnte sich denn einen Grund einreden, Sie zu vergiften? Eine Menge Leute. Ich schreibe häufige Buchrezensionen, meistens sehr unfreundlich. Literaten sind das eitelste, verletzlichste und bösartigste, was es gibt. Ich weiß das. Ich bin selbst Schriftstellerin. Was soll ich den Täter wirklich unter Kritikern suchen? Nein. Sie müssen ihn unter Onkel Yves Erben suchen. Wessen Onkel Yves? Könnten Sie mir einen Schluck Wasser geben? Aber sicher. Yves Mulder ist einer der größten Porzellanfabrikanten des Landes. Er ist ein sehr reicher Mann. Er ist mein Onkel. Hat keine Kinder. Ich bin laut Testament seine Erbin. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Danke. Onkel Yves geht es sehr schlecht. Er wird wahrscheinlich bald sterben. Und Sie glauben nun, dass man Sie ermorden wollte, damit Sie als Haupterbin ausfallen und ein anderer an Ihre Stelle tritt? Wer wäre das? Wer würde statt Ihrer erben? Meine Schwester Annabelle. Ihre Schwester. Halten Sie es für richtig, wenn ich zu Ihrer Schwester gehe und ihr ein paar Fragen stelle? Ob ich es für richtig halte, weiß ich nicht. Ich fürchte nur, es ist unmöglich. Annabelle ist seit 8 Jahren verschwunden. Damals in Marbella, im Hause meines Onkels.
Annabelle, ich und mein damaliger Verlobter, Walter Preuß. Annabelle lernte im Yachtclub von Puerto Banus einen neuseeländischen Playboy kennen. Don hieß er, glaube ich. Don Yatas. Nein, ich erinnere mich genau. Er hieß Don Yatas. Die beiden sind dann in Dons Yacht nach Ibiza hinübergefahren. Von dort hat Annabella noch einmal angerufen. Sie sagte, sie würden an die nordafrikanische Küste segeln. Aus Oran kam eine Postkarte. Segel nach Casablanca. Von dort ein Telegramm. Fahren in die Karibik. Dann nichts mehr. Haben Sie diese Dinge nachprüfen lassen? Ich nicht. Aber ich glaube, Walter... Aber Ihre Schwester hat sich nie wieder bei Ihnen gemeldet. 8 Jahre lang nicht. Wollen Sie diese Beschuldigung in allem Ernst aussprechen? Nein, das war ein schlechter Scherz. Ein makaber. Oh. Ich bin müde. Würden Sie mich allein lassen? Aber selbstverständlich. Danke schön, Frau Moldau. Gute Besserung. Und was wollen Sie jetzt tun? Dasselbe, was Frau Moldau getan hat, als Ihre Schwester verschwunden war. Nachdenken, wo sie stecken könnte. Sie könnten Ärger bekommen. Verena Moldau ist eine ziemlich prominente Person. Sie hat ein paar Literaturpreise bekommen, ich habe mich erkundigt. Ja, was soll ich denn anstellen? Soll ich jetzt nach 8 Jahren vielleicht eine Großfahndung nach der Schwester einleiten? Übrigens eine andere schlechte Idee, ich gehe zum Chef und beantrage ein Flugticket nach den Bahamas, möglicherweise mit Weiterflug über Texas nach Neuseeland. Bin ich gespannt, was er dazu sagt. Ja? Entschuldigen Sie mir, Frau. Wollen Sie jetzt ins Bad oder kann ich sauber machen? Na, dann fangen Sie ruhig schon an. Ich frühstücke noch. Jemand Zugang zu Ihrer Wohnung? Hat jemand einen zweiten Schlüssel? Eine Freundin, einen Freund? Nein. Das Türschloss ist unbeschädigt. Es gibt noch einen zweiten Schlüssel. Wer hat ihn? Annabelle. Ihre Schwester. Sie meinen, sie hatte ihn vor 8 Jahren. Das Schloss ist seit der Zeit nicht verändert worden. Jemand hat die Stromleitung angezapft und einen Anschluss in die Brause gelegt. Wenn die Frau in der Wanne gestanden hätte. Im Wasser womöglich. Mann, oh Mann. Also, die Arbeit ist sehr unfachmännisch ausgeführt. Einfach das Kabel zur Toilettenbeleuchtung abgezwackt, dann die Enden blank gemacht und den Anschluss so drum gewickelt. Wollen Sie es mal anschauen? Nachher, ja. Wo ist Ihre Putzfrau jetzt?
hatte einen Schock. Ich habe sie zum Arzt geschickt. Wie heißt sie? Anna Koch. Anna Koch. Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, wo Ihre Schwester sich aufhalten könnte? Hatte sie eine Wohnung in München? Sie hat im Hause unserer Eltern gewohnt. Das Haus ist jetzt verkauft. Und ihre Eltern sind beide tot? Ja. Hatte sie Freunde hier? Sie hatte nichts als Freunde. Haben Sie ein Foto von ihr? Bringt das Bad wieder in Ordnung, ja? Wird gemacht. Da. Suchen Sie sich eins aus. Sie waren ein sehr schönes Mädchen. Warum sagen Sie wahr? 8 Jahre sind eine lange Zeit. Einstand, 30-30. Herr Preuß? Ja? Man hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden werde. Darf ich Sie im Moment sprechen? Sie sehen doch, dass ich hier zu tun habe. Es ist wichtig, Herr Preuß. Aha. Komm, machst du mal weiter. Ja. Also, was ist denn so wichtig? Sie kannten Annabel Mulder. Was veranlasst Sie, oder besser gesagt, was berechtigt Sie zu dieser Frage? Verzeihen Sie, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Köst der Kriminalpolizei. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Aber selbstverständlich. Darf ich Sie jetzt fragen, ob Sie Annabel Mulder kannten? Ja, ich kannte sie. Sie haben nachgeforscht, was aus ihr geworden ist, nachdem sie ihren gemeinsamen Aufenthaltsort in Spanien verlassen hatte. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Sie ist mit einem gewissen Don Yates auf die Bermudas gesegelt, hat ihn dort verlassen und ist dann mit einem Philip Murray nach Texas gegangen. Den hatte sie nach 3 Wochen auch satt und ist dann mit einem gewissen John Lee nach San Francisco. Nach weiteren 3 Wochen hat sie sich auch mit dem gestritten und stand auf und davon. Diesmal allerdings ohne erkennbaren Aufenthaltsort und vor allen Dingen ohne einen weiteren identifizierbaren Begleiter. Sonst noch irgendwelche Fragen, Herr Kommissar? Sie haben nie mehr was von ihr gehört? Warum sollte ich? Ja, warum sollten Sie? Sie haben diese komplizierten und sicher sehr schwierigen Nachforschungen angestellt, obwohl Verena Mulder gar nicht sonderlich am Verbleib ihrer Schwester interessiert war. Wer sagt Ihnen das? Verena Mulder. Nun gut, ich war an Annabels Schicksal interessiert. Sonst noch was? Ja, Sie waren damals mit Verena Mulder befreundet. Eng befreundet. Soll ich Ihnen eine kleine Zeichnung machen? Wie eng? Ach, das wäre aber nett von Ihnen. So, kann ich mich jetzt umziehen? Ja, noch eine Frage. Sie haben Ihre Verlobung mit Verena Mulder gelöst. Wegen Annabelle? Ich hoffe, dass Ihnen Ihr Dienst genügend Zeit lässt, darüber nachzudenken. Nette Leute. Sind Sie verrückt geworden? Zentrale, bitte kommen. Zentrale, bitte kommen. Hier Zentrale, was ist denn los? Unfall Marktplatz, Grünwald, Fahrerin flüchtig, Polizeiverständigen. Halten Sie still! Lassen Sie den Stein fallen. Komm, beruhigen Sie sich doch. Ist doch nicht so schlimm. Kann doch jedem mal passieren. Ah!
der zweifellos von dem Unfall herrührt. Darüber hinaus aber... Darüber hinaus, Herr Professor? Nun, als Psychologe halte ich Sie für eine zumindest leicht schizoide Persönlichkeit. Sie redet unentwegt von Ihrer Schwester und der Tatsache, dass diese Sie ermorden will. Gleichzeitig aber sagt sie, Ihre Schwester sei tot. Und diese beiden Dinge scheinen sich in ihrem Hirn zu verwirren. Sie ist total besessen von der Vorstellung, dass ihre Schwester Annabelle wiederholt Anschläge gegen ihr Leben verübt hat, wobei es in ihrer Fantasie irrelevant zu sein scheint, ob Annabelle lebt oder tot ist. Ja, ich weiß. Es sind drei Mordanschläge auf Frau Mulder verübt worden. Der erste mit Gift, der zweite mit elektrischem Strom und der dritte, indem man die Steuersäule ihres Autos angesägt hat. Ach, es war also kein Unfall? Naja, ich würde sagen, der Unfall war ein Mordversuch, Herr Professor. Kann ich Frau Mulder sprechen? Ja. Ja, ich glaube, es ist gut für Sie, wenn Sie erfährt, dass die äußere Wirklichkeit mit Ihrer inneren übereinstimmt. Hier bitte. Dankeschön. Frau Mulder. Sie müssen uns helfen, wenn wir Ihnen helfen sollen. Frau Mulder, die Lenksäule Ihres Autos ist angesägt worden. Wo befand sich der Wagen während der letzten Tage? Darf ich das lesen? Das Opfer sucht seinen Täter, aber wenn Täter und Opfer eines sind, verwechselbar, unverwechselbar, in Ewigkeit Amen. Jede Ewigkeit ist eine Hölle. Wer ist dann Opfer und Täter wer? Und die Tat kann nie geschehen sein. Nie. Was bedeutet das? Ich habe Annabelle geliebt. Es war schön, fröhlich. Unbedenklich und dumm. Sie war vollkommen. Ich habe nie etwas Böses angetan, nie. Jetzt versucht sie mich zu ermorden. Wo befand sich Ihr Wagen während der letzten Tage? In der Garage neben dem Haus. War die Garage abgeschlossen? Man kann sie abschließen, aber ich vergesse es meistens. War sie heute Morgen abgeschlossen, als Sie den Wagen herausholten? Ich weiß es nicht. Dürfen wir in der Garage nach Spuren suchen? Ja, natürlich. Möchten Sie, dass wir sie überwachen lassen? Bitte. Tag und Nacht. Also gut, wir werden zwei Beamte in die Nähe Ihres Hauses stellen, Tag und Nacht. Und wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, dann rufen Sie uns an im Präsidium. Hier ist die Nummer. Wir verständigen dann sofort über Funk die beiden Beamten. Auch wenn Sie das Haus verlassen wollen, wenn Sie ausgehen wollen, sagen Sie uns, ob Sie Begleitung wünschen. Fangen Sie sie bald. Ich halte das nicht mehr aus. Wir tun, was wir können. Wenn Sie sie nicht bald fangen, dann tue ich freiwillig das, was Annabelle nicht gelungen ist. Hallo? Annabelle. Nur das darf doch nicht wahr sein. Komm rein. Du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie geht es dir? Gut. Ganz gut. Ja. Man sieht's. Aber was viel wichtiger ist, wie geht es dir und wo hast du gesteckt die ganzen Jahre? Und warum kommst du heute hierher? Langsam, langsam, eins nach dem anderen. Also, mir geht es gut.
Naja, ich habe ein kleines Problem, auf das wir später zu sprechen kommen. Zweite Frage. Ich habe die meiste Zeit im Fernost gelebt. Hongkong, Bangkok, Singapur. Warum ich hier bin? Um dich wiederzusehen. Naja, da ist dieses kleine Problem, was ich noch ein wenig hinwegschieben möchte. Zunächst einmal die Wiedersehensfreude auszukosten. Möchtest du mir nicht einen kleinen Drink anbieten? Bier, Wein, Whisky, Wodka, Sherry, Cognac. Ah, deine Martini-Cocktails waren einmal unübertrefflich. Oder verwechsel ich dich? Es freut mich, dass dir wenigstens etwas von mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, ich glaube fast, dass du mich für oberflächlich hältst. Annabelle, die alte Annabelle. Lass dich anschauen. Erst die Drinks. Gut, erst die Drinks. Apropositu, wie geht's Verena? Wieso? Hast du sie noch nicht gesehen? Wohnst du nicht bei ihr? Sie weiß noch nicht einmal, dass ich in der Stadt bin. Ach, und warum? Du möchtest immer auf dieses Problem losgehen. Und ich möchte es noch ein wenig hinwegschieben. Zwiebeln oder Olive? Erinnerst du dich nicht mehr? Olive. Nein, Zwiebeln. Zwiebeln, gut. Ja, und kein Gin, sondern Wodka. Und was machst du so? Was ich mache, ich nehme den Gin mit Olive für mich und mache den Wodka mit Zwiebeln für dich. Einverstanden? Du bist nicht mehr mit Verena zusammen? Nein. Warum nicht? Oder darf ich das nicht fragen? Tja, letztlich deinetwegen. Sie hat natürlich mitgekriegt, dass wir beide damals in Marbella... Naja, sie hat es nicht gewusst, ich meine, nicht beweisen können, aber... Du weißt, wie sensibel sie ist. Naja, von damals zwischen Verena und mir was kaputt. Wir haben uns noch ein knappes Jahr miteinander herumgequält, aber es ging nicht mehr. Besonders übel genommen hat sie mir, dass ich nachgeforscht habe, wo du steckst. Du liebst sie nicht mehr. Annabelle, ich möchte es nicht aussprechen, aber... Sprich es aus. Du weißt es. Cheers. Cheers. Weißt du, was seltsam ist? Was? Gestern habe ich einen Mensch von der Kriminalpolizei nach dir gefragt. Hast du eine Ahnung, warum? Es geht dir gut. Aber du bist nicht reich. Nein, ich bin nicht reich. Möchtest du gerne reich sein? Die Vorstellung ist mir nicht unbedingt zuwider. Aber warum fragst du? Sie hat sie also eindeutig aufgefordert, ihre Schwester Verena zu ermorden? Nein, nein, nein. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Sie hat das Wort Mord natürlich nicht gebraucht. Sie hat von der Krankheit ihres Onkels gesprochen. Sie hat von dem Erbe gesprochen, das zunächst... Verena und falls Verena etwas zustößt, dann ihr zufallen würde. Und daraus haben Sie Ihre Schlüsse gezogen. Also wenn Sie mich unbedingt missverstehen wollen, kann ich auch gehen. Warum sind Sie denn so aggressiv? Weil ich Polizisten im Allgemeinen und Sie im Besonderen nicht leiden kann. Da stehen Sie nicht allein. Trotzdem sollte es doch möglich sein, dass wir uns gegenseitig verständlich machen. Mit Verstand bestimmt. Was hat Annabelle Moldau also präzise gesagt? Tja, also sie hat mich wissen lassen, dass sie das Erbe, das ihr im Falle von Verenas Tod zufallen würde, mit mir zu teilen gewillt ist. Ebenso wie ihr Bett. Wenn ich diesen Tod, nun ja, veranlassen könnte. Ja, aber sie musste doch wissen, dass Sie nicht der Typ eines Killers sind. Sie hat mir ein Heim gestellt, diese Arbeit selbst zu erledigen oder... erledigen zu lassen. Aber Sie waren doch einmal mit Verena Moldau verlobt. Da musste doch Annabelle annehmen, dass Sie zur Polizei gehen, dass Sie anzeigen.
Und wer auf den Straßen gewandert ist, 7 Jahre und mehr, der hat auf den Straßen verloren, das Glück und die Ehe. Wie meinen Sie das? Irgendeine Ballade, ich habe vergessen, welche und von wem. Aber sie sagt genau das, was ich meine. Annabelle hat in den Jahren ihres, ja, wie soll ich sagen, ihres Herumvagabundierens offenbar alle moralischen Maßstäbe verloren. Stark ausgeprägt waren sie bei ihr sowieso nie. Außerdem scheint sie in einer finanziellen Notlage zu sein und drittens hält sie sich nach wie vor, oder mehr denn je, für unwiderstehlich. Was haben Sie denn auf diesen merkwürdigen Vorschlag geantwortet? Habe ich geantwortet? Ich war so schockiert, dass ich gar nicht sofort reagieren konnte. Ich habe mir Bedenkzeit ausgebeten. Bis wann? Sie will mich anrufen und ein Rendezvous vorschlagen. Wissen Sie, wo Annabelle wohnt? Aber Sie können ja alle Hotels der Stadt abklappern. Vielleicht finden Sie sie. Das tun wir bereits. Aber Sie werden uns verständigen, sobald Sie sie anruft. Da ich mich nun mal entschlossen habe, mit Ihnen zu reden, ist das wohl die notwendige Konsequenz. Guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag. Gibt es etwas Neues? Ja. Es ist inzwischen von 2 Seiten bestätigt worden, dass Ihre Schwester sich in der Stadt aufhält. Wo? Sie war in einem Hotel, das inzwischen wieder ausgezogen ist, und dann war sie bei einem ihrer Bekannten. Bei wem? Sie kennen ihn nicht. Ach, Unsinn. Ich kenne alle Leute, die Annabelle gekannt hat, als sie hier noch lebte. Ihre Schwester hat sich für heute mit diesem Herrn verabredet und bei der Gelegenheit werden wir sie stellen und dann werden wir sie befragen. Heißt der Bekannte vielleicht Walter Preuß? Das tut doch nichts zur Sache, Gnefrau. Wir werden Ihre Schwester und Sie einander gegenüberstellen, sobald wir sie haben. Ich möchte dabei sein, wenn Sie sie verhaften. Das geht leider nicht. Sie wird sie anwickeln. Sie wird sie anwickeln. Sie immer alle eingewickelt hat. Am Ende werden Sie sie laufen lassen. Das glaube ich nicht. Weil Sie sie nicht kennen. Hier wollte sie kommen, jetzt ist es 5. Dann wirst du wohl nicht mehr kommen. Tja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ist irgendwas verkehrt gelaufen, nicht? Muss wohl. Was darf es denn sein? Man hat mir gesagt, dass ich hier einen Mann namens Harry Fuchs treffen könnte. Ich kenne keinen Harry Fuchs. Immer noch nicht? Bedauere. Auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich eine sehr gute Bekannte von Tom Drysdale bin. Sie entschuldigen mich.
Darf ich mich zu Ihnen setzen? Nein, das dürfen Sie nicht. Du hast wohl deinen Kissentag heute, was? Verschwinde. Hilf dich da raus. Und ich sage dir, lass die Dame in Ruhe und verschwinde. Ja, Frau Mulder? Ich möchte jetzt das Haus verlassen. Ich fahre zu meinem Onkel Yves. Möchten Sie, dass die Beamten Sie begleiten? Nein, nein, danke. Ich nehme ein Taxi. Wie Sie wollen. Möchtest du auch ein Glas? Nein, danke. Ach, würdest du bitte die Vorhänge zuziehen? Was ist mit dir? Du bist blass. Hast du Sorgen? Nein, Onkel. Warum spannst du nicht ein bisschen aus und fährst nach dem Süden? Ist überall so voll. Außerdem möchte ich dich jetzt nicht allein lassen. Du wirst mich bald sowieso allein lassen müssen. Dorthin, wohin ich gehe, kannst du nicht mitkommen. Eintritt für Lebende verboten. Ach. Unsinn, Onkel, du wirst das... Verena, wir haben uns nie belogen und wir wollen jetzt, so kurz vor dem Ende, nicht damit anfangen. Das würde dem Sterben seine Würde nehmen. Aber reden wir von dir. Warum fliegst du nicht wirklich nach dem Süden? Du könntest doch in dem Haus in Marbella wohnen. Ach, entschuldige, ich hatte ganz vergessen, dass du das Haus nach dem letzten Sommer mit Annabelle nicht mehr magst. Ich weiß, ich werde jetzt sentimental, aber sieh das einem alten Mann einmal nach. Ich möchte einen letzten Wunsch äußern. Darf ich das? Schon erfüllt. Versöhne dich mit Annabelle. Ich bin doch gar nicht mit ihr zerstritten. Nicht, wie kommst Verena, du eigentlich? Nicht. Wir haben versprochen, nicht zu lügen. Ich weiß, dass zwischen euch etwas nicht stimmt. Und ich kenne dich viel zu gut, um das nicht zu spüren. Aber ich habe Annabelle seit 8 Jahren nicht gesehen. Und warum nicht? Warum kommt sie nicht zurück? Hat sie Angst vor dir? Sie hat dir wehgetan, nicht wahr? Doch, Verena, es ist wahr. Und es ist an dir, ihr zu verzeihen. Kannst du das? Willst du das? Mir zuliebe. Ich weiß doch noch nicht einmal, wo sie steckt. Du wirst sehr bald sehr viel Geld haben, Verena. Gib einen Bruchteil des Geldes dafür aus, Annabelle zu finden und sie wissen zu lassen, dass du ihr verziehen hast. Bitte. Du liebst sie auch. Ja, Verena, ich liebe sie auch. Mit dir. Da sitzt ein Mann in einem Auto vis-à-vis vom Haus. Er war schon da, als ich die Vorhänge zuzog. Er beobachtet den Eingang. Was will er? Na, vielleicht wartet er auf jemanden. Ja, aber auf wen? Was ist denn los mit dir? Du bist ja leichenblass. Deine Hände sind ganz feucht. Man hat dreimal versucht, mich zu ermorden. Wer? Ich weiß es nicht. Aber Verena, warum erzählst du mir das erst jetzt? Gib sofort das Telefon. Wir müssen die Polizei holen. Die wird schon feststellen, wer der Kerl ist und was er hier will. Ich muss nicht telefonieren. Ich kenne den Kommissar schon, der sich mit meinem Fall beschäftigt. Ja, Frau Mulder? Wo ist das? Hofleiter 12.
Ich schicke sofort jemanden hin. Bleiben Sie im Haus, ja? Heimann soll kommen sofort. Danke. Dieser 123 an Zentrale. Wir verfolgen ein Fahrzeug BMW, Farbe Anthrazit Metallic, Kennzeichen MXX2660. Der Wagen fährt in Richtung Stadtmitte, ist anzuhalten, Fahrer festzunehmen. Ende. Bestehen also drauf, dass Sie sich nichts als eine Latte von Verkehrsdelikten plus Diebstahl eines Fahrzeugs haben zu Schulden kommen lassen. Es dürfte Ihnen schwerfallen, etwas anderes zu konstruieren. Den unerlaubten Waffenbesitz wollen wir doch nicht vergessen, nicht? Was Sie mit den beiden Waffen wollten, das dürfen wir natürlich nicht wissen. Oh ja. Ich fühle mich bedroht. Von wem? Ich leide an Verfolgungswahn. Mein Psychiater kann Ihnen das bestätigen. Ach, und deshalb hat er Ihnen zwei Pistolen verschrieben, auf Rezept. Harry, was wollten Sie vor dem Haus von Yves Moldau? Sie haben über eine Stunde da geparkt. Ich habe eine Frau dahin verfolgt, weil sie mir gefallen hat. Na, die muss Ihnen aber sehr gefallen haben, sonst hätten Sie sicher kein Foto von ihr im Handschuhfach gehabt. Wo haben Sie denn das Foto her? Hat sie es Ihnen geschenkt? Also gut. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von Anfang an. Wir lauschen Ihnen. Gestern Abend kam eine Dame in die Django Bar. Eine Dame in die Django Bar? Allein? Ja. Ich habe mit ihr ein paar Gläser Champagner getrunken und dann ist sie wieder gegangen. Was wollte sie denn von Ihnen? Versucht, sie nach Hause zu bringen, aber leider hat sie abgelehnt. Sie hatte keinen Auftrag für Sie. Auftrag? Was denn für ein Auftrag? Harry Fuchs, Sie haben zweimal wegen des Verdachts des Mordes auf Auftrag, des bezahlten, profimäßigen, bestellten Mordes vor Gericht gestanden. Und ich bin beide Male freigesprochen worden. Bleiben wir bei der Dame. Sie schenkte mir dieses Foto zum Abschied. Sieht ihr das sehr ähnlich? Ist mir auch aufgefallen, aber sie sagt, es wäre 7 oder 8 Jahre alt. Heute ist sie aufregender, schicker, schärfer. Weiter? Heute habe ich diese Frau wiedergesehen, im Auto. Ich bin ihr nachgefahren, bis zu diesem Haus in Grünwald. Dort habe ich gewartet, bis sie wieder herauskommt. Und dann kamen wir und Sie sind wie ein Irrer mit Ihrem Wagen abgehauen, bloß weil es Ihnen peinlich war, auf Freiersfüßen ertappt zu werden. Ich habe nun mal einen Bullenkomplex. Ich kann nichts dafür. Was uns wiederum Ihr Psychiater bestätigen wird. Moment mal. Gestatten mal. War das die Frau in der Bar? Ja. Und das ist die Frau, die Sie heute verfolgt haben? Ich gebe zu, Sie sind anders aufgemacht. Die Kleider, die Frisuren, das Make-up und so, aber
Aber das ist doch dieselbe Person. Nein, Harry. Das ist Annabelle Moldau und das ist ihre Zwillingsschwester Verena Moldau. Das ist der Auftraggeber und das ist das Opfer. Das wissen Sie aber sehr genau. Sie spinnen doch. So jung und schon so clever. Wir haben den Mann. Er heißt Harry Fuchs. Er ist ein ganz junger Kerl, aber er ist ein Berufskiller. Aber es wird schwer sein, ihm eine Mordabsicht nachzuweisen. Oh, Sie meinen, er hätte die Tat erst ausführen müssen, damit Sie ihn verurteilen können? Was wir ihm allerdings nachweisen können, ist ein Zusammentreffen mit Ihrer Schwester. Sie hat ihm ein Foto von Ihnen gegeben, dieses hier. Von Annabelle keine Spur? Eine Spur schon, aber mehr nicht. Was gedenken Sie zu tun? Ja, ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, dass Sie bzw. Ihr Onkel etwas tun. Wenn ich Sie recht verstanden habe, ist das Motiv für die Mordanschläge doch die Erbschaft, die Sie von Ihrem Onkel machen werden. Ich verstehe Sie nicht. Wenn Ihr Onkel nun das Testament so abfassen würde, dass Annabelle auf gar keinen Fall etwas erbt, ganz gleich, was Ihnen passiert oder nicht, dann wäre ja kein Mordmotiv mehr vorhanden. Das geht nicht. Warum nicht? Ja, weil ich dem Onkel Eve die ganze Geschichte erzählen müsste. Wie bitte? Ihr Onkel weiß gar nichts von den Mordanschlägen? Doch. Ich habe sie natürlich erwähnen müssen, jetzt nach dem, was vor seinem Haus passiert ist, aber... Ich habe natürlich nichts von Annabelle erwähnt. Ich finde das nicht so natürlich. Mein Onkel ist schwer krank. Er würde es nicht überleben, wenn er wüsste, dass seine Nichte... dass Annabelle mich... Nein, nein. Das geht nicht. Außerdem... Ja, wie sollte Annabelle erfahren, dass das Testament geändert worden ist? Na, ich glaube, sie ist über manches sehr gut informiert. Außerdem könnte man ja einen Artikel in die Zeitung lancieren, etwa so. Bekannter Industrieller vermacht sein Vermögen einem Waisenhaus. Muss ja nicht stimmen. Das kommt nicht in Frage. Ich möchte auf keinen Fall, dass Onkel Eve in irgendeiner Weise in diese Sache verwickelt wird. Ist er nicht schon drin? Ja, also die Dame ist mir aufgefallen, weil sie so gehetzt, so nervös und gleichzeitig so entschlossen gewirkt hat. Sie hat Munition für ein Jagdgewehr, Kaliber 7,64, verlangt. Und dann hat sie mir einen Waffenschein vorgezeigt, der auf den Namen Eve Moldau gelautet hat. Und gleichzeitig hat sie sich als nahe Verwandte, als Verena Moldau ausgegeben. Mhm. Na ja, gut, ich habe ihr die 20 Schuss Munition verkauft. Ne? Aber wie sie fort war, da ist mir dann aufgefallen, dass das nicht stimmen kann. Ich habe also das Telefonbuch zur Hand genommen, habe den Namen Moldau aufgeschlagen und habe angerufen. Und dann hat mir der Mann gesagt, dass er zwar einen Waffenschein hätte, dass aber schon seit Jahren immer auf die Jagd gegangen sei und auch niemand beauftragt hätte, Munition für ihn einzukaufen. Ja, und daraufhin habe ich Sie verständigt. Sie haben uns damit einen ganz großen Dienst erwiesen, Herr Weibert. Vielen Dank. Bitte, bitte. Herr Moldau? Ja? Hier ist Köster, Kriminalpolizei. Ich bearbeite den Fall von... Ja, ich weiß. Herr Moldau, haben Sie ein Jagdgewehr vom Kaliber... Gib mal her. Einen Augenblick. 7,64. Vom Kaliber 7,64? Ja. Haben Sie Ihre Nichte Verena beauftragt, Munition für dieses Gewehr zu kaufen? Ich? Verena? Nein. Warum sollte ich? Ich jage seit Jahren nicht mehr. Haben Sie die Waffe bei sich im Haus? Ja. Würden Sie bitte mal nachschauen, ob sie noch da ist? Ja, aber wer sollte denn die Waffe... Herr Moldau, es wäre sehr wichtig für uns, Gewissheit zu haben. Moment. Ja. Glauben Sie, dass Verena nun ihrerseits ihre Schwester... oder dass Annabelle mit dem Pass von Verena in dem Waffengeschäft... Hören Sie! Ja? Das Gewehr ist weg. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es auch nicht, Herr Moldau. Sobald ich etwas herausfinde, rufe ich Sie an, ja? Ich danke Ihnen schön für Ihre Hilfe, Herr Moldau. Wiedersehen. Mm-hmm.
Poster bitte. Erstes Kommissariat. Moment. Hallo. 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 Ja, hier ist Köster. Herr Köster. Was ist denn? Ich habe Annabel gesehen. Ja, sie. Sie ist im Hause vis-à-vis. Heilmannstraße 43. Sind Sie sicher? Doch, doch. Doch, ich bin ganz sicher. Sie war's. Sie hat ein Gewehr in der Hand. Was? Ja, bitte. Bitte. Es muss ein Ende haben. Noch heute Nacht. Ich halte das nicht mehr aus! Sperrt die Ausgänge da drüben und durchsucht das Haus. Gesucht wird eine Frau, aber passt auf, die ist bewaffnet. Alles klar, los! Guten Abend, Annabelle. Guten Abend. Wollen Sie Verena besuchen? Ja.
Ein schönes Geschenk haben Sie, Verena, mitgebracht. Verena ist nicht da. Wollen Sie auf sie warten? Ja. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ein Glas Likör vielleicht? Nein, danke. Kennen Sie mich? Verlassen Sie mein Haus. Aber das ist doch gar nicht Ihr Haus. Das ist Verenas Haus. Verena ist tot. Haben Sie sie getötet? Ja. Damals, als sie aus Amerika zurückkam. Ja. Aber Verena war doch gar nicht in Amerika, sondern Annabelle. Aber wenn Opfer und Täter eines sind, wer ist dann Opfer und Täter wer? Ich liebe meine Schwester. Alle haben meine Schwester geliebt. Wollen wir zu ihr in den Keller gehen? Bitte. Ich bin schön. Ja. Annabelle war schön. Ja. Warum haben Sie diese Mordanschläge vorgetäuscht?